baby. Do you have any questions concerning the work of the company or the play? Young mothers back in Ghana, or is it really made up most parts? Wer möchte dieser Theatergruppe einmal davon berichten, auf Deutsch oder auf Englisch? Yes. Well, this one has been great. African Voices. I enjoyed it. Yes. I'm always writing. I'm writing one now. Actually, I just sold it to my publisher in America, mm-hmm. and I won't tell you what it's about. It's a secret, okay. But I'm working on it. Okay. I've almost finished the first draft, so mm-hmm. hopefully I'll finish everything by next year. Mm-hmm. That's my plan. Jeden Tag werden unsere Pipelines mutwillig beschädigt. Das kostet uns Millionen und das Land auch. Die Leute begreifen einfach nicht, was sie sich damit antun. Aber das begreifen sie sehr wohl. Was? Haben Sie je von einer Stadt namens Junction gehört? Nein. You know, the whole story is about, like I said, oil exploration in the Delta and how the environment is devastated and destroyed. And because the government is not really making matters easy for the people. I mean, these are fishermen and farmers, and the environment has been destroyed because they can't fish anymore and they can't farm. That's harsh. Kulturreferent, Übersetzer, Kinderbuchautor und da war ich ganz klein mit Hut, der bekannteste Lyrik-Performer Afrikas. Ndiko Kusaka, Ono Zinzi Panika, Zikwa Surama, Kunge Zimboz, Ropa Zinzi, Risideuka. Aus demselben Grund werden rund um den Globus Konflikte mit infernalischer Heftigkeit ausgetragen. Flutet der Blutfluss die Flüsse. Tino Bomba, Tino Bomba, Tino Bomba, Tino Bomba. She tasted her fear as she hid in the cupboard with her brother. She heard the laughter of the soldiers as they tore at her dress and squeezed her breasts. Sometimes she wished the soldiers had killed her. Having been left alive, she felt an obligation to survive. But what kind of survival did I have living in a tent? I hated the camp. Kurz zur Geschichte selbst. Sie spielt auf einer Achse von Lagos nach Antwerpen, die genau diese Achse bildet. Und im Mittelpunkt stehen vier Frauen, die sich deren Biografien sich zu einem Punkt verdichten lassen. Prostitution. Es gibt ja auch ganz viele Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, die sich genau gegen diese Zwangsverhältnisse in der internationalen Prostitution, also die sich dafür stark machen und allerdings sind dann die Raummieten sehr teuer, also das können sich nicht sehr viele Prostituierte leisten. Viele sind aber einfach von ihrem Aufenthaltsstatus illegal in Belgien und diese haben dann nur die Chance. Solange du bereit bist zu arbeiten, kommst du prima über die Runden. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, kannst du die 500 Euro pro Monat locker verdienen. Ich schicke jeden Monat neue Mädchen nach Europa. Antwerpen, Milan, Madrid. Meine Mädchen sind das. Jeden Monat vier. Manchmal fünf oder noch mehr.
Aber du bist ein ganz besonderes Mädchen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Rautenschrauch-Jost-Museum bei unserer heutigen Veranstaltung. Können Sie mich alle hören? Ja? Vom Tahrirplatz zur Plaza de Mayo und weiter. Wie öffentlich ist die Politik der Zukunft? Wir haben dafür auch den öffentlichsten Raum gewählt, den wir hier im Museum haben und hoffen, dass das Wetter weiterhin so beständig bleibt. Wir diskutieren heute mit Vertreterinnen und Vertretern der Occupy-Bewegung aus verschiedenen Staaten oder Ländern. Ja, der Euphorie dessen, was man Occupy-Bewegung nennt oder eine Euphorie der Aktionen, bei denen öffentliche Plätze besetzt worden sind, zu politischen Zwecken, zum Zweck des Protests in unterschiedlichen Ländern, in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen, aber bei Bewegungen, die sich durchaus aufeinander beziehen. Können Sie sich vorstellen, dass irgendein bedeutungsschweres Event auf dem Neumarkt sich abspielt? Weniger. Na, ich frage Sie natürlich das Gleiche auch. Warum denn nicht? Die Ausstrahlung ist es. Der Platz gibt nichts her. Natürlich, der Tahrirplatz hat eine historische Bedeutung für Ägypten. Allein der Name, der Tahrirplatz, bedeutet Platz der Befreiung, Platz der Freiheit, hat was mit der Geschichte der Unabhängigkeit Ägyptens zu tun, der Kampf gegen britische Besatzung. I think most exciting slogans was Rothschild, which is the name of the boulevard, Rothschild, Tahrir, the same revolution. And people were shouting this all the time in the demonstrations. It's the same revolution. So I think the inspiration from the Arab Spring was tremendous. Has eroded in a very serious way. The movement creates more or less 100 camps. In Barcelona, we were able to organize assemblies of 10,000 people. Wir sind die Gesellschaft. Ihre Möglichkeiten werden ausgehöhlt. Und da sind auch wir hier in der Bundesrepublik extrem betroffen, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten zum Beispiel Gesellschaft und Staat zu gestalten durch die Anforderungen des, ja, nennen es jetzt mal Finanzkapitals, immer weiter eingeschränkt werden. Was haben die Leute in den arabischen Staaten von der Occupy-Bewegung? Also wenn man die Genealogie umdreht, wie ist denn die arabische Erzählung, wie ist die ägyptische Erzählung, wie werden in Ägypten, in Tunesien, in Libyen, in den Ländern des Umbruchs diese europäischen Bewegungen wahrgenommen? Sie wurden niedergemetzelt. Zu My Favorite Things sangen wir über Shaka, den König der Zulu. Shaka war der große König der Zulu. Er kämpfte mit seinen bewaffneten Männern, den Impis. Mit 2 Meter hohen Schilden und kurzen Stoßspeeren, so erlangte seine Armee ihre Stärke und Macht. Dies ist die Geschichte, die wir nicht lernten. Frage, wer hat eigentlich mit welchen Zielen für die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder gekämpft? Im Fall von Kamerun war das zum Beispiel Félix Momier und Ruben Umdjoube. Eine noch nicht realisierte afrikanische Gemeinschaftswährung, die Mansour erfunden hat und wozu er eben Geldscheine entwickelt hat. Und was wir gleich sehen werden, ist, dass Thomas Sankara da auch wieder auftaucht, diesmal im Bild. Seit 1993 lebe ich in Berlin. Und wie kommt es zu diesem Medium? Das heißt, die Bildhauerei war für mich sehr schwer zu transportieren. Deswegen bin ich Konzeptkünstler und Medien gelandet. Also eine einfache und leichte Medium zu transportieren, überall die ganze Welt. Den Ort nannte man Wüste. Und da er sich bis heute nicht verändert hat, nennt man ihn immer noch so.
Sachte ging die Tür auf und gab den Blick frei. Ihr werdet mich niederschreien. Ihr werdet mich niederschreien. Du wirst mich niederschreien bis zum allerletzten Buchstaben, der leblos auf dem Rücken gegen diesen Punkt, der einen durchsticht und den Tod bringt. Die das Fleisch ins eigene Fleisch zurückstößt, in Wortrichtung drehen müssen, bevor am äußeren Rand eines Punktes. Im Blick je das Bild eines Mannes erschien, der, ohne es zu ahnen, nur für sie durch die Welt gezogen war, um ihr in seinen sanften, wirklich sanften Augen. Es gibt einfach eine große Angst vor Armut. Also auch wenn man reich ist, möchte man ja eigentlich gar nicht damit konfrontiert werden. Straßenkinder in Afrika. Kinder, die auf der Straße leben, Kinder, die missbraucht werden. Und unsere beiden Autoren, die wir heute Abend hier haben, haben Bücher zu diesem Thema geschrieben. Ich hatte angefangen, an diesem Buch zu schreiben. Und dann habe ich den Kindern in diesem Zentrum kapitelweise das Buch vorgelesen. Und also ich habe es übersetzt in Swahili. Und die Kinder haben mir wiederum ihre Geschichten erzählt. Und so ist dieses Buch eigentlich die Geschichten der Kinder, die sie mir erzählt haben. Das Herz der Leopardenkinder. Es ist kein Buch für Kinder. Es ist ein Buch für Erwachsene. Jugendliche ja. Auch, ja, so Erwachsene. Ab 14 ist es möglich. Ja. Ich soll verdammt nochmal mein Maul halten. Schließlich bin ich hier im Polizeigewahrsam. Ich gebe mir Mühe. Und in dem Nebel plötzlich die Gestalt meines Ahnen außer sich. Dafür bist du nicht nach Frankreich gegangen, mein Sohn. Ich fürchte mich vor Verhören. Mein Kopf ist vollgestopft von den ganzen Fragen seit Jahren. Wer bist du? Wo kommst du her? Warst du gut in der Schule? Wie ist dein Land? Und genau an der Stelle, an der er sich kratzte, wohnte im Innern seines Schädels eine ganz kleine, klitzekleine Sache, die Fantasie. Da beginnt meine Entschlossenheit zu bröckeln, verschwindet meine Abneigung gegen das Einkaufen. Mir wird klar, dass ich mich an diesem kühlen Ort niederlassen, die Augen schweifen lassen und Interesse bekunden kann und eine maßgeschneiderte Lösung erhalte. Ich zeige auf in Frage kommende Stoffe, sie runzelt die Stirn und sagt, nein. Vor Jahren hatte ich mal eine Teilzeitstelle als Übersetzer für ein paar senegalesische Besucher Kenias. Zwei ältere Frauen, beide ziemlich umfänglich, baten mich, mit ihnen Büstenhalter kaufen zu gehen. In Nairobis größter Einkaufsmeile kämpften wir uns von Laden zu Laden. Sie prüften und zogen und seufzten und lamentierten. Und ich übersetzte für die aufgeputzten jungen Mädchen, die beleidigt waren, dass Frauen dieses Alters Fragen zu einem Büstenhalter zu stellen wagten, die nichts mit dessen praktischen Nutzen zu tun hatten. Dieses anglophone Beharren darauf, dass eine Frau über 25, die Kinder hat, nur hässliche Büstenhalter tragen soll, konnten sie nicht verstehen. Die Freiluftstände in meiner Heimat verkaufen nützliche, praktische, weiße Büstenhalter. Alle gebraucht. Ganz anders hier. Da findet man rote, trägerlose Büstenhalter mit knurrenden Rändern aus schwarzer Litze. Ich entdecke einen narzissengelben BH mit gewundenen grünen Blättern, die sich an den Säumen hinziehen. In der Mitte der Leine baumelt der größte Still-BH, den ich je gesehen habe. Weit, weiß, drahtgestützt und unheilverkündend. Runden Sie Ihr Buch mit einer Äußerung von Nelson Mandela zu Regenbögen oder dem Wiedererwachen des Landes ab. Weil Ihnen Afrika doch so am Herzen liegt. Auf diese Veranstaltung, denn da gibt es ein wunderbares Foto hinten drin,
Da sieht man ein sehr ungewöhnliches Autorenfoto, einen jungen Mann, der über das ganze Gesicht strahlt. Und dann habe ich gedacht, den will ich kennenlernen. Das sieht echt nett aus, der ist wirklich sympathisch. Ich freue mich sehr, Tendai Buchu zu begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Tendai Buchu ist geboren in Simbabwe, lebt aber seit einigen Jahren in Edinburgh und ist jetzt auf einer kleinen Tour in Deutschland. Sein wunderbarer Roman, Der Friseur von Harare, ist im letzten Jahr bei Lederhammer Verlag erschienen. Schon weiter so spät die Kundschaft berührt mich Agnes Morgan vor Morgen. Shall I continue? Are you ready? Ich wollte auch noch über was anderes mit dir reden, sagte Dumi bald darauf. Geht's jetzt doch weiter? Es geht um die Hochzeit. Sag bloß nicht, du hast es dir doch anders überlegt. Nein, meine Entscheidung steht. Aber es gibt trotzdem noch ein Problem. Ich wollte zusammen mit jemandem hingehen, aber weil sie inzwischen was anderes vorhat, wollte ich dich fragen, ob du mich begleiten könntest. Was wird denn deine Freundin dazu sagen? Sie ist zwar weiblich und auch eine Freundin, aber nicht meine Freundin. Ja, und warum gehst du dann nicht mit deiner Freundin hin, wer auch immer sie ist? Er zuckte mit den Schultern. Gar nicht so einfach, in Anbetracht der Tatsache, dass ich keine Freundin habe. Dass einer wie Dumi Single war, war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Er musste doch eine Freundin haben. Wenn ich es mir aber recht überlegte, hatte er dem Mädchen bei der Arbeit...